So schalten Vulkanier ihre Feinde aus. Die Druckpunkte des Mr. Spock. Hallo, ich bin Robert von Blue Dragon. Und in diesem Video lernst du die berühmten Griffe des Mr. Spock aus dem Film Star Trek. Du lernst, wo genau sich die Punkte befinden, die du drücken musst und wozu sie wirklich gut sind. Wenn du also all diese wichtigen Informationen lernen möchtest, dann bleib unbedingt bis zum Ende des folgenden Videos dran. Hast du dich schon einmal gefragt, was in Filmen alles Realität und Fiktion ist? Nun, vielleicht gehören ja die seltsamen Fähigkeiten des Raumschiff Enterprise-Offiziers Mr. Spock auch dazu. Und genau in diesem Video möchte ich klären, ob seine Fähigkeiten, die komischen Griffe, die er angewendet hat, real sind oder Fiktion. Und wenn du nicht weißt, wer Mr. Spock ist, dann möchte ich dir an dieser Stelle als erstes zwei seiner berühmten Griffe vorstellen. Mit diesem Griff ist Mr. Spock in der Lage, die Wahrheit und generell die Gedanken seines Gegenübers zu lesen. Lügen ist zwecklos. Doch was von diesem Griff funktioniert tatsächlich und was ist Fiktion? Der wohl bekannteste Griff von Mr. Spock, ganz zu schweigen von seiner Begrüßung, ist der Griff der Betäubung. Mit diesem Griff war er in der Lage, seine Feinde und manchmal auch die Besatzungsmitglieder der Enterprise in Sekundenschnelle zu betäuben. Und wenn du bis hierhin noch beim Video dabei bist, dann schreib mir ein Scotty, beam mich hoch in die Kommentare. Der Griff der Wahrheit besteht aus folgenden drei Punkten, nämlich Gallenblase 1, Magen 2 und Magen 5. Und wo genau diese Punkte sind, das erkläre ich dir jetzt. Wo findest du den Punkt Gallenblase 1? Wenn du dein Gegenüber im Gesicht anguckst, dann ist der Punkt Gallenblase 1 genau am Ende der Augenbraue. Manche sagen dazu auch einfach nur Schläfe und generell sind da auch mehrere Druckpunkte, aber so am unteren Ende der Augenbraue ist der Punkt Gallenblase 1. Der Punkt Magen 2 befindet sich etwa mittig von der Nase, genau mittig unterm Auge. Wenn du dir also zwei Linien horizontal und vertikal vorstellst, findest du hier den Punkt. Ist ein bisschen unterhalb vom Knochen, vom Jochbein, das hier lang geht. Und es ist eine leichte Kuhle drin. Wenn du mit deinem Punkt also fühlst, wenn du mit deinem Finger also fühlst, dann wirst du hier merken, dass da diese kleine Kuhle eben drin ist. Und genau da befindet sich der Punkt Magen 2. Und der Punkt Magen 5, den findest du, wenn du dir am Mundwinkel nach unten eine Linie denkst, genau außen liegend. Die Besonderheit hier ist, dass dieser Punkt sowohl von oben als auch von unterhalb des Unterkiefers erreichbar ist. Ob du damit jetzt tatsächlich in der Lage bist, die Wahrheit zu erkennen oder die Wahrheit zu lesen? Nun, ich fürchte leider nicht. Allerdings sind diese Punkte für die Selbstverteidigung wirklich interessant, denn gerade mit dem Punkt Magen 5 oder Gallenblase 1 kannst du in der Lage sein, deinen Gegner wirklich effektiv und zügig auszuschalten, sprich K.O. zu schlagen. Bevor wir jetzt zum Griff des Schlafs kommen, habe ich noch ein anderes Video für dich in der Infokarte hinterlegt. Sofern du dich für das Thema, wie kannst du einen Gegner schnell ausschalten oder ausnocken, dann empfehle ich dir, dieses Video anzuschauen. Ansonsten kommen wir jetzt zum nächsten Griff. Um seine Feinde außer Gefecht zu setzen, nutzt Spock einen Griff in den Nacken. Man könnte diesen Griff tatsächlich als eine Art Knockout bezeichnen. Doch funktioniert der Griff wirklich so effektiv? Schauen wir uns den Nacken an, dann finden wir wieder einige Punkte, die man darauf tatsächlich nutzen könnte. Doch mit der Art und Weise, wie Mr. Spock den Griff ausführt, halte ich es leider für Fiktion, dass der Griff tatsächlich funktioniert. Allerdings bieten zwei der Punkte auf den Nacken eine ganz andere tolle Möglichkeit zur Anwendung. Vielleicht kennst du ja jemanden, der regelmäßig Nackenschmerzen hat, weil er beispielsweise viel Büroarbeit hat. Mit diesen beiden Punkten wirst du in der Lage sein, die Nackenschmerzen zu lindern und kurzzeitig für Verbesserung zu sorgen. Und welche genau das sind, zeige ich dir jetzt. Die beiden Punkte, die notwendig sind, wenn du jemanden Schulterschmerzen lindern möchtest, sind die Punkte Gallenblase 21 und Dreifacherwärmer 15. Und die findest du hier. Die Punkte Gallenblase 21 sind auf beiden Seiten, also rechts und links auf der Schulter. Und du findest sie, indem du mittig auf dem Nackenmuskel, dem Trapez,
wirklich mittig oben drauf drückst. Man merkt da auch, wenn Leute wirklich Verspannung in der Schulter haben, dass der Muskel wirklich sehr, sehr hart ist. Die Punkte dienen also dazu, die Muskulatur zu lockern. Der zweite Punkt, der dafür notwendig ist, ist der Punkt dreifacher Wärmer 15. Und den findest du, wenn du jetzt vom Punkt Gallenblase 21 aus ungefähr 45 Grad abwärts und drei Finger weiter deinen Daumen hinsetzt. Auch in dem Bereich ist die Muskulatur bei Nackenschmerzen oder Nackenverspannungen sehr, sehr dicht. Und was du machen kannst, um die Nackenschmerzen zu lindern, ist, den Punkt Gallenblase 21 drückst du richtig intensiv für etwa 3 Sekunden nach innen, lockerst das Ganze, nimmst dann den Punkt dreifacher Wärmer 15 und wechselst das Ganze 3-mal hin und her. Und danach kannst du dir Feedback einholen, ob es deinem Patienten besser geht oder ob du das Ganze gegebenenfalls nochmal machst. Je nachdem, wie chronisch oder akut die Verspannungen sind, umso öfter kannst du das Ganze machen. Und wenn du jetzt wissen möchtest, wie du Druckpunkte nicht nur zur Selbstverteidigung nutzen kannst, sondern auch im Alltag, dann trage dich jetzt zu einer kostenlosen Beratung ein. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Dein Robert von Blue Dragon.